Hallo und damit ein ganz herzliches Willkommen zu meiner Meinung zum Spiel 1. FC Köln gegen den 1. FC Heidenheim. Der 1. FC Köln schafft es erneut nicht, eine Führung zu halten im eigenen Stadion. Alles das gibt es jetzt in diesem Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Schreibt unbedingt eure Meinung in die Kommentare. Ja, wir legen los. Der 1. FC Köln musste heute zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim ran. Das letzte Hinspiel, sage ich mal, vom FC in dieser Saison. Und ja, für alle war es klar, dieses Spiel musst du gewinnen, denn es ist ein Heimspiel und die Mannschaft oder vielmehr die Fans haben am Trainingsgelände nochmal richtig für Stimmung gesorgt, um die Mannschaft auch auf dieses wichtige Spiel, was du gewinnen musst, ich betone es nochmal, ja, heiß zu machen. Und wie gesagt, die ersten 45 Minuten ist das auch ganz gut gegangen. Die zweiten 45 Minuten allerdings waren dann wiederum wirklich ein sehr, sehr trauriges Bild und wirklich am Ende, ja, eigentlich eine Enttäuschung, muss man ganz klar sagen. Die Aufstellung war folgendermaßen, denn auch da waren wir natürlich sehr gespannt, wie wird Timo Schulz, der neue Trainer vom 1. FC Köln, aufstellen. Und am Ende war die Aufstellung so, ja, die Nummer 1 war natürlich im Tor, ganz klar, Marvin Schwäbe, rechts war Rasmus Carstensen, die Innenverteidigung war am Ende Jabot und Hübers und links war Max Finkgräfe. Ja, die Sechser, Erik Martel und Dennis Uzembasic. Und dann war eben ganz klar Zehner, Jan Thielmann. Rechts war am Ende Linden Meiner, links war Florian Kainz. Ich glaube mittlerweile oder zwischenzeitlich hat Florian Kainz und Jan Thielmann immer mal wieder die Positionen gewechselt. Auch Linden Meiner war öfters mal links. Also ne, auch das hat sich immer mal wieder verschoben. Und vorne war eben dann Davy Selke drin. Ja, und somit ging es dann auch rein. Und wie gesagt, die ersten 45 Minuten waren nicht schlecht, denn da hat der FC schon gezeigt, ja, wir wollen hier das Tor, wir wollen jetzt auch mal nach vorne spielen und wir wollen vor allem den Ball haben. Und das hat man gerade gemerkt, wenn die Heidenheimer den Ball verloren haben. Dann ging es relativ schnell wieder nach vorne durch Konter, durch natürlich auch schnelle Spieler wie Max Finkgräfe oder eben auch am Ende Jan Thielmann oder Linden Meiner. Ne, also hat man da schon gesehen, dass sie da auf jeden Fall gewollt waren, den Ball auch nach vorne zu treiben. Aber was man halt wieder gesehen hat, ist einfach die Flanken. Die Flanken sind ein ganz großes Problem. Die landen immer noch weiterhin natürlich beim Gegner. Wie gesagt, das ist leider sehr, sehr schade. Justin Diehl war das erste Mal heute auf der Bank. Auch bei ihm habe ich mir eigentlich schon gehofft, irgendwie so ein bisschen, dass er vielleicht kommt. Vielleicht auch als Startelf-Kandidat direkt. Weil ich glaube, der Junge, der ist einfach ein sehr, sehr quäliger Spieler, der auch gut dribbeln kann. Also der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Kam am Ende auch noch rein. Aber wie gesagt, erstmal die erste Halbzeit, da war er nämlich noch auf der Bank. Also deswegen, da hat man halt auch wieder gesehen, okay, da liegen unsere Fehler und das können wir halt einfach nicht. Und wie gesagt, das hat man meiner Meinung nach auch wieder heute gesehen. Trotzdem war der FC sehr engagiert, sehr bemüht, auch wie gesagt nach vorne zu gehen. Und deswegen war es am Ende auch völlig verdientermaßen die 1-0-Führung durch Davy Selke. Florian Kainz von links flankt in die Mitte der Leidenschaft. Davy Selke nimmt den Ball schön an. Also wirklich sehr schöne Ballannahme aus der Luft. Dreht sich dann einmal und dann schließt er ab. Ja, der Abschluss ist natürlich wiederum so, naja. Auch das Tor ist so, naja. War abgefälscht und auch der andere noch, der auf der Linie war, war auch noch abgefälscht. Dann ging der an den Pfosten und vom Pfosten dann gerade so rein. Also ne, das war schon auch ein bisschen Dusel, muss man ehrlich sagen. Aber es war in dem Moment einfach mal wirklich scheißegal. Es war einfach scheißegal. Man hat gerade auch bei Davy Selke gesehen, was für ein Frust da war nach diesem 1-0-Treffer. Was da auch rausgekommen ist, ja, an Emotionen. Man war einfach, ja, froh, dass dieses 1-0 endlich gefallen ist. Und ja, und dachte man, oder ich dachte in dem Moment, bitte haltet diese Führung oder setzt noch einen drauf und macht das 2-0. Denn wie gesagt, Frankfurt und gegen Wolfsburg haben wir auch jeweils 1-0 geführt und jedes Mal haben wir diese Führung nicht gehalten. Und auch dieses Mal sollte es so sein, obwohl du eine gute erste Halbzeit gespielt hast, obwohl man auch da schon gesehen hat, muss man auch ehrlich sagen, da waren schon hier und da immer mal wieder Fehler dabei, wo man sagt, ey, die kannst du doch nicht machen. Ja, also da hat man schon gemerkt, ey, gegen Heidenheim, klar, die haben auch 2 oder 3 Fehler nicht genutzt, Fehler halt dann, ja, die der FC gemacht hat, halt nicht genutzt. Aber im Großen und Ganzen hat man da schon gesehen, boah, FC unbedingt abstellen, diese Fehlerketten. Und ja, zweite Halbzeit war es dann eigentlich ganz okay, muss man wirklich sagen, zumindest die ersten 5 Minuten. Da hat man schon auch wieder gemerkt, okay, der FC will weiter Gas geben, will weiterhin vorne auch Akzente setzen, will das 2-0 machen. Und danach
war es weg. Danach war nur noch Heidenheim, danach hat der FC jede Menge Fehler gemacht und am Ende haben wir sie eingeladen. In unserem eigenen Stadion haben wir den Gegner eingeladen, haben gesagt, ey, komm wieder ins Spiel und wir wollen hier nicht gewinnen, weil das hatte ich irgendwie so den Eindruck. Und deswegen machte Heidenheim am Ende auch völlig verdient das 1:1. Da stand wieder mal keiner, wo ich mir die ganze Zeit frage, auch schon davor, wo Marvin Schwäbe überragend gehalten hat, wo er ungelogen hat, der Spieler hatte einen Elfmeter gefühlt. Er stand wirklich blank wie beim Elfmeter und Marvin Schwäbe konnte ihn gerade so halten. Und davor und danach steht er auch wieder mitten im 16er und kann ohne Bedenken abschließen. Ja, und dann knallt das Ding natürlich voll rein. Ist ja logisch. Jabot hätte vielleicht noch, aber dann wäre es Hand gewesen. Also ne, es war einfach schlecht verteidigt. Das muss man einfach sagen. Und wie gesagt, das 1:1 war im Großen und Ganzen dann einfach verdient. Ja, und man hatte sich als FC-Fan schon wieder gedacht, ey, wir kriegen es nicht hin, die eigene Führung zu halten. Es funktioniert einfach nicht. Und das ist wirklich sehr, sehr frustrierend, muss man wirklich sagen. Wie gesagt, am Ende hat der FC es dann schon wieder auch mal ein bisschen versucht. Aber im Großen und Ganzen war das dann wieder, meiner Meinung nach, zu wenig. Dieser Punkt war zu wenig oder ist zu wenig. Mal gucken, ne, wo der Punkt jetzt noch hinführt, wo wir ihn noch brauchen können oder ob wir ihn brauchen können, wie wichtig er am Ende sein wird. Aber im Großen und Ganzen hätten das heute 3 Punkte werden müssen. Mal wieder. Ja, und das ist ja das, was uns in dieser Hinrunde allgemein beschäftigt. Ich meine, jetzt ist sie ja auch offiziell beendet. Nächste Woche startet die Rückrunde gegen den BVB wieder. Also man muss ganz klar sagen, gegen Mainz, gegen Bremen, ja, eigentlich hast du nur gegen Darmstadt gewonnen, wo du gesagt hast, ja, da musst du gewinnen. Gegen Gladbach, klar, da willst du als Kölner natürlich auch gewinnen, ist ja klar, aber ne, da hast du jetzt nicht voll drauf gepocht und gesagt, das müssen 3 Punkte sein. Da hast du wirklich gegen die eigentlichen Konkurrenten nur einmal gewonnen. Und so stehst du völlig verdient am Ende der Hinrunde auf Platz 17 mit jetzt 11 Punkten. Das ist ja auch so ein bisschen, wo du denkst, ey, das kann doch auch nicht wahr sein. Jetzt haben alle auch nur einen Punkt geholt. Ist andererseits wieder okay, es ist nichts passiert. Aber andererseits denkst du dir halt auch wieder, super, jetzt holen alle einen Punkt. Und am Ende, ja, hättest du eigentlich der Matchwinner sein können, wenn du heute hier die 3 Punkte geholt hättest. Ja, machst du eben nicht und somit lässt der FC mal wieder eine Möglichkeit liegen, da unten mal ein bisschen mehr rauszukommen, gerade gegen einen Gegner, wo man eigentlich am Anfang der Saison auch gesagt hat, ich meine, die Heidenheimer, no front, also wirklich, die machen einen sehr guten Job in der ersten Bundesliga, das sieht man auch in der Tabelle, steht auf dem 9. Tabellenplatz mit insgesamt schon über 20 Punkten, das ist einfach stark, muss man einfach sagen, das muss man neidlos anerkennen, trotzdem, du gehst eigentlich in das Spiel gegen einen Aufsteiger und du musst eigentlich, oder du hast die Erwartungshaltung, die hatte ich, wie gesagt, schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, aber ich hatte die Erwartungshaltung, der FC muss hier heute 3 Punkte holen. Und wie gesagt, am Ende holst du sie nicht und deswegen bin ich auch meiner Meinung nach zu Recht enttäuscht über diese Leistung oder über das Ergebnis vielmehr. Die erste Halbzeit war schon gut. Ich gebe auch recht, ja, haben auch viele gesagt im Stream, übrigens danke an alle, die dabei waren und übrigens auch danke an 4000 Abonnenten, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ne, haben auch gesagt, ja, du musst dem Trainer ja auch noch die Chance geben oder auch noch Zeit geben. Absolut, absolut, da bin ich ganz bei euch. Ich gebe dem Trainer auch die Zeit. Nur diese zweiten 45 Minuten, da nehme ich auch die Mannschaft ins Visier hauptsächlich, weil sie haben ja in der ersten Minute, in der ersten Halbzeit, haben sie es ja gezeigt, dass sie es können. Warum schaffen sie es nicht in den zweiten 45 Minuten auch? Ne, also das ist halt so das Ding, wo ich halt die Mannschaft ganz klar kritisiere, nicht den Trainer, sondern die Mannschaft, warum sie es in der ersten Halbzeit gut macht und in der zweiten Halbzeit halt nicht mehr. Und das verstehe ich halt nicht. Ne? Und wie gesagt, jetzt kommt Dortmund, das ist auch kein einfacher Gegner, auch die haben Schwächen. Ne? Also auch da kann man zu Hause im Übrigen wieder gewinnen oder zumindest einen Punkt holen. Ja, also meiner Meinung nach wäre es jetzt absolut grauenvoll, bin ich ehrlich, wenn wir jetzt die ersten 3 Spiele alle verlieren, gegen Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, weil dann wird es extrem schwer, weil die anderen werden ja auch punkten. Also muss irgendwie aus diesem Programm, musst du irgendwie noch Punkte holen, sonst wird es, wie gesagt, sehr, sehr schwierig, weil, wie gesagt, gegen die direkte Konkurrenz holst du ja auch keine Punkte. Das haben wir ja in der Hinrunde gesehen. Ja, gegen Mainz holst du nur einen Punkt, gegen Augsburg holst du nur einen Punkt, so, gegen Union Berlin verlierst du, ne, also das wird halt irgendwann extrem schwierig und du musst irgendwie punkten, egal wie. Und das ist auch mein Schlusswort, du musst irgendwie gewinnen, irgendwie Punkte holen, weil sonst schaffst du es nicht, in dieser Liga zu bleiben. Schreibt unbedingt auch eure Meinung in die Kommentare. Bin da sehr gespannt, was ihr sagt. Was sagt ihr allgemein zum Ergebnis? Seid ihr eher sagt, ja, war okay?
Oder sagt ihr eher, nein, zu wenig, wir hätten 3 Punkte holen müssen? Schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen möchtet, dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo freuen. Denn wie gesagt, da geht noch mehr als die 4000. Aber es ist schon Wahnsinn. Also wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank an jeden Einzelnen. Das freut mich einfach extremst, wenn das auch so gewertschätzt wird, was ich eben hier mache auf YouTube. Wie gesagt, das freut mich, wie gesagt, sehr. Und bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Euch ein schönes Restwochenende. Bis dahin, macht's gut, euer Niklas. Und ciao.